Und weiter geht's wieder mal hier zu Fire Emblem Fates Offenbarung, Kapitel 22, eine Hauptstory, wo ich irgendwie keine Ahnung habe, was eigentlich gerade abgeht. Ja, wieder von vorne, aber irgendwie ganz ehrlich, vor allem damit Elise ist doch Wald abgebrannt. Ich komme zuerst nicht durch, nachher irgendwie schon. Kein Plan, was hier abgeht. Echt, das ist gerade ein bisschen mir zu hoch, muss man mal so sagen. Und ja, also die Frage, gehen wir hier am besten weiter. Die ursprüngliche Strategie ging nicht so ganz auf, wie ich es gewollt habe. Da war irgendwie, keine Ahnung, einfach vielleicht das viel des Guten gewollt. Je nachdem natürlich, und deswegen ist es heute ein bisschen, zumindest ein bisschen, anders versuchen. Ne? Wir haben hier die und die. Wir machen überhaupt nichts, deswegen greife ich jetzt direkt mal oben an. Okay, eine Magie-Typi. Gar nicht mal so schlecht. So. Asura zum zweiten Mal zu ziehen, werde ich dann vor allem bei ihr hier machen. Mehr Resistenz für später. Hat auch viel Resistenz, spielt daher also keine Rolle. Machen wir mal den hier. Ja, impressen wir doch alle. Geil, Mann. Sind halt die zwei Typen noch. Sind wir zwei zu viel, weil ich würde die gerne platt machen, damit der Enkel allein da steht, wa? Das wäre mein Ziel. Versuch's noch mal ein bisschen anders, indem er mal den ganzen hier niederfackelt. Vorhin kam ich ja nicht so weit, okay. Wow. Ernsthaft, nichts doppeln. Oh, das ist einfach. Ja, hier natürlich schon wieder in, mit dem Wald. Ich kann nicht, was mit dem Wald hier los ist, dass ich da irgendwie nicht richtig durchkomme. Kein Schimmer. So, er hat ja auch eine relativ hohe Resistenz. Also gar kein Problem. Ich kann einfach so hochkommen. Ich kill ihn sowieso nicht. Und natürlich Schaken. Macht ein bisschen mehr Schaden. Jo, sehe ich auch so. Vielfach Damage von den meisten Waffen, natürlich immer geil. Sehr schön. So, da haben wir Rot gegen Grün, Waffenvorteil, sehr gut. Der kommt auch noch. Weniger gut, aber egal. Versuchen wir es nochmal so. Er macht doch keinen Damage, wa? 6 Resistenz ist schon wenig. Ja gut, wenn der andere keinen Schaden macht, müsste es eigentlich reichen. Check out my skills! Kommt keiner weit genug. Der könnte natürlich sie, aber. Ja, Verteidigung halt, wa? Natürlich keine Zufluchtsfähigkeit. Dann natürlich scheiße. Er schafft Durchgang.
Ja, wobei ich bezweifle, dass es irgendwie viel bringen würde hier. Dann mir auch schon mal. Dieses Thema, genauso wie das hier. Lass mal hier. Wenn wir da durchkommen, das wäre weniger klug. Bringt der Punkt hier so viel? Kann man kaum vorstellen. Dass er trotzdem so 12 Schaden reinmacht, ja gut, natürlich im Vergleich nicht unbedingt so eine Verteidigung. Oh, Fimbulwinter macht so wenig Schaden, ganz ehrlich. Greifen die an, 2×12, sie macht sowieso noch extra Damage, wissen wir ja. Ich versuch's mal, komm. Sollen wir nochmal neu starten? Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Du, Bams, genau, meinte ich. Yeah, Doppeldamage. Sehr gut. Sonst noch irgendetwas Geiles, ich meine. Rettung für was anderes noch einsetzen. Ja, da wäre eine Variante. Sicher ist sicher. Okay, geheilt. Eieieiei. Nochmal Glück gehabt. Eieiei, die zweite. Hä? Kein Schaden mehr? Den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Don't forget me. Tja. Und noch einmal von vorne, Freunde. Ach, was ist denn hier plötzlich los? Die machen teilweise so viel Damage und in das mit dem Wald sind noch ein bisschen verwirrend, wie ich finde. Ja, im Prinzip das, was im letzten Part, da hänge ich mir noch ein bisschen nach. Was wir da gesehen haben mit Elise, zuerst gerne den Wald durchkommen, plötzlich ist sie im Wald drin, zack, kommt sie hindurch. Das ist doch. Meine Wald war sowieso weggebrannt. Also so betrachtet. Naja. Jo, gibt es noch eine ganz einfache Lösung. Und zwar, ist mir alles scheißegal da oben, wa? Mache ganz was anderes. Der Falkenritter, ja, der ist. Der kommt verdammt weit, der muss ich nicht so ablocken. Ja, das ist aber gut, Rat teuer. Aber okay, im Prinzip stimmt's ja. Also nochmal die ursprüngliche Idee, war da mit zwei Teams und so weiter, die will ich gerne so behalten. Das sind sich jetzt mal alle Truppen von hier oben ab. Schick ihn auch mit nach unten. Ja, nur um den Clever, weiß ich, aber ich kann natürlich hier den mit der Wächter Naginata ausrüsten. Sie schon mal irgendwie zum Support hier hinstellen. So, geht Ryuma auch nach unten. Sehen nachher auch. Okay, Case bleibt hier wegen Truhe. Hä? Da ist der Ursprungsplan noch. Der bleibt ja momentan noch so. Machen wir mal ein bisschen Kombi hier. Ah, scheiße, da gibt's einfach nicht. Hey.
Okay, ist nur der. Der ist nur der mit seinem dämlichen Stahl-Yumi. Was ist halt so, mein Gott. So, Siegfried passt eigentlich soweit. Dann kommt ihr alle hier durch. Ja, ja, da passt eigentlich. Bloß noch die Frage, wer hier, ja, eigentlich aufräumen soll. Dann könnte das Taco mit dem Sender machen. Na, vielleicht ein bisschen. Mal gucken. Ah, das wird um. Wieso kann man das nicht im Pausenmenü ein. Also im Pausenmenü natürlich, wenn man im Speicherbildschirm einstellen! Hä? Ernsthaft trotz Vechnaginata? Alter Schwede! Jetzt haben wir da den gequillt, Mies. Vor allem jetzt kommt die plötzlich. Okay, mit der hat jetzt gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Wir kennen das Problem. Wir hatten es schon einmal, was die für ein Damage machen kann. Jo, ich bleib dabei, es ist gerade interessant, was hier abgeht. Gerade ist sehr, sehr interessant, also ich bin sogar fast schon versucht, die alle wieder abzuziehen. Hm. Ach, nur kann man ganz schnell. Schrecken vorne, versuch mal etwas. Jetzt kommt der da hin. Okay, ich block ihn hier ab. Besser mit Drachenstein für weniger Damage. Oder hauen direkt eins rein. Und dann sagen wir sogar, nö, ich greife die an. Ich komme sowieso nicht weiter, scheiße. Komm, dann Drachenstein und reinhauen und Schaden kriegen, nö. So. Mal die abgeblockt. Jetzt haben wir eigentlich echt nur die drei hier als Gegner, was doch eigentlich. Klar, wir haben noch. Gut, die da unten. Er ist nicht ganz nur so wenig, Scheiße. Was macht ein Ryoma so für einen Schaden? Gar nicht mal wenig im Prinzip. Dann kriegst du aus dem 5%. Ja, ich habe heute so einen Schwamm mit dem Aufnehmen. Das hätte mich nicht gewundert, ganz ehrlich. Das hätte mich nicht gewundert. Ja, versuchen wir es mal. Mit 80% nicht getroffen. Der ist auch nicht schlecht. Kennen das Problem. Jetzt halt hier wieder die Frage. Wer macht hier wem platt? Kann natürlich mit Sender hier noch aushelfen. Ja, okay. Es ist hier nur noch einer, der so mit allen hier irgendwie rumschlagen muss. Und trotzdem viel Schaden. Ja, 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 ja. Du sagst noch ein bisschen weniger. Also entweder liegt es an einer längeren Pause, die ich jetzt hatte, oder... Was sagen, ich habe das Gefühl, das Kapitel gerade von der Schwierigkeit sehr gerade ziemlich zugenommen hat, damit der Stärke der Gegner und so. Und ging es halt zu früher. Das ist ja Wahnsinn. So. Aber Casey macht das schon, ne? Lass das mal den Casey machen. Der Casey macht das gut.
Oh yes. Ganz in Rot. Hat er auch nichts. Ist fast so machen, wa? Oder auch nicht. Sage selbst ich, der arme Wicht. Scheiße, ich brauch mehr Speed. Mann! So, geht doch. Wehe, triff's nicht. Was ist hier los? What the fuck ist... Geht hier ab? Aber sind relativ stark. Oh, das ist... Wird langsam richtig sauer hier. Das Kapitel verarscht mich. Oh, immerhin verarschst du mich nicht. Aber es war die falsche Waffe. Es war nicht die Meisterwaffe. Scheiße. Yes. Jetzt müssen wir wegen 3 noch. Oh, warte mal, wegen 3, da kann er ja. So. Ja, 4 sind's. Für eine Millisekunde hatte ich gerade, er trifft nicht. Boah. Wieder abgeht, ganz ehrlich. Puh. So. Bekanntes Problem hier unten. 20. Da wird wohl genug Damage raushauen, war. Sie wegholen hier. Könnte man machen. Nun wäre das gleiche, war. Geschwindigkeit, er könnte nicht doppeln, kann er so auch nicht. Ich brauche eigentlich Asura dafür. Wenn die zusammen angreifen, ist Sakura nachher weg, da geht nicht. Also jetzt können wir da auch gleich nochmal auf einen neuen anfangen. Was ist hier los, ey? Und wir kommen einfach plötzlich von selbst auf uns zu. Nehmen das mit dem Wald ist auch so eine Sache für sich, wo wir denken, was? Da bin ich mal gespannt. Nein, das gibt's einfach nicht. Hey, ich werd wahnsinnig. So. Ich habe keine Pause machen dürfen. Ja. Weil jetzt bin ich langsam an einem Punkt, wo ich mir sage, ich habe langsam keinen Bock mehr drauf. Und dann wird es erstens sowieso nur schlimmer und zweitens, wenn es weitergeht, bin ich sowieso kurz davor zu sagen, nee, komm, ich breche das Let's Play alles ab oder beziehungsweise, nee, komm, momentan läuft es nicht, ich mache irgendwie sonst weiter. Ich meine, klar, ich könnte sogar sagen, komm, jetzt irgendwie Part, durch sogar wieder, die Aufnahme fehlt und so und nehme ein paar nochmal neu auf. Andererseits aber das Gefühl, es passt irgendwie auch, ja? Also passt, es gehört auch ein bisschen zum Let's Play dazu, etc. etc. So. Wisst ihr was, mache ich es ganz anders, hä? Das Spiel hat das Gefühl, es mich so verarschen. Durch den Wald hindurchkommen geht irgendwie nicht, hä? Das hat jeder so eine eigene Theorie und so, wer wie weit wo durchgehen darf, etc. etc. Die einen dürfen weitergehen, die anderen nicht, machen wir halt so. Dankeschön. Und ja, die einen dürfen weitergehen, die anderen nicht, bla bla. Sollen sie da auch mal kommen? Sollen sie einfach auf uns zukommen? Und ich warte erstmal die erste Welle ab. Die erste Welle! So, die erste Welle, das wären also... Ne, die nicht. Die auch noch nicht. Die auch nicht, der natürlich.
Also der, die. Der, die, das. Das macht doch keinen Spaß. Der, die, das. Nee, das macht wirklich keinen Spaß. So, kann ich die irgendwie... Boah, das ist einfach unglaublich. Ich hau ihr so natürlich ordentlich was rein. War natürlich so noch... Ja. Versuche zu ergänzen. Versuche es mal ein bisschen hier auf die Entfernung zu machen. Gut, immerhin habe ich noch den Bonus. Das ist ja auch schon mal viel wert, aber ich kann Asura da nicht hinschicken. Ne? Das ist das nächste Dilemma. Ja, ich muss Silber nehmen. Dann reicht's, aber dann kommen die anderen rein wieder und okay. Ich habe doch noch so etwas wie Glück. Das gibt's halt doch noch hier. Level up! So. Jetzt. Ja, wir wissen es, aber sie können mich nicht doppeln. Sehr gut. Es kann sowieso nur einen angreifen, sind nicht auf zwei Entfernungen. Noch viel besser. Gut, was machen wir jetzt hier unten? Greife ich hier an? Wie sieht's aus? Will ich angreifen? Oder sage mir, nö, kein Bock drauf. Mach einfach rasch hinter Style Boom! Ja, ein bisschen Boom ist nie verkehrt, wa? Wobei ein bisschen Crit nicht so schlecht wäre. Das ist die Sonne! So, komm, wir haben schon mal angegriffen. Sie haben sie nicht angegriffen, wird er diesmal auch nicht so sein. Außer die Waffe, wa? Die Waffe sind einigermaßen schnell. Ich müsste also ihn hier schicken. Mir zu helfen, was sowieso nicht so ganz klappt, wie ich es gerne hätte. Und schicken abfangen wäre auch irgendwie doof. Kann ich mit Asura wie weit? Okay, ich könnte ihn nochmal. Wie Single, manchmal direkt auch. 20, wenn er trifft. Jo. Ist eigentlich immer klar angelegen, was wir machen. Doppelkatana-Style, einmal kritten, gut ist. Kritten? Kein Kritten! Egal. In Angriff bringt nicht viel. Das natürlich noch. Ja. Er kommt sowieso nicht mehr weiter. Das heißt, sie kann nur noch von ihm angegriffen werden. Einmal angreifen bringt sowieso nichts. Das wird niemals reichen. Niemals. 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 Aua. Da ist noch ein bisschen scheiße. Michael, level up. Michael, vorschwächen. Yeah. Der Schwermeister. Wir so schnell sein müssen. So. Und gut ist. Nee. Das Gute kommt erst noch. Das würde ich eigentlich gerne hätte, aber es geht. Don't move! La 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 la. Was? Oh. Das könnte von mir ständig neu startet. Aber eigentlich recht mehr. Komm, mach mal so noch. Verteidigung ist immer gut. Wer will hier nochmal? Wer hat noch nicht? Das bin doch langsam versucht, ihn hier zu schicken. Das ist eigentlich auch so gut wie gar nichts, wa? Da gibt es kein Jointo. Oh, das ist noch schlechter. Ja, dann machst halt doch du. Und versuchst mit Donnerschwert, komm. Triffst du. Ich hab Vertrauen in dich, Leo. Leo!
Have trust in me. Hab ich doch immer. Das ist Leo, der Donnergott. So, Leute. Ich würde sagen, fast schon perfekt. Und wie es vielleicht sogar noch perfekter werden könnte, das würde es mehr sehen wir hoffentlich wieder in der nächsten Episode bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Nochmal sorry für den Part wegen den ganzen Restarts und so, aber ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich auch wichtig, dass so etwas doch noch drin bleibt, nicht irgendwie von wegen, nee, jetzt geht überhaupt nicht weiter und so, von nach der langen Pause, aber ja, hoffe es war auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor dabei. In diesem Sinne, fürs Zusehen, bis dahin, tschüss.